Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Kuriositätenkabinett. Wir spielen wieder Divinity Original Sin mit Brünnhilde, Madonna, Brünnhilde, Jahan und Pippi. Und müssen jetzt hier den bösen Zauber der Nekromanten brechen. Der wird wahrscheinlich durch das Teil hier ausgelöst, damit wir mit den Toten reden können, die uns dann das Passwort verraten. Und mit dem lustigen Passwort können wir dann durch die lustige Tür in das Innere der Mine, da wo sonst eigentlich niemand rein soll. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wie machen wir das jetzt? Ich kann mit denen erst reden, aber ich glaube, die werden nicht sehr gesprächig sein. Ich kann es ja mal versuchen. Yo. Macht euch bereit, Brüder. Er hat uns gefunden. Aber nein, ihr seid nicht der gepanzerte Tod. Euch können wir in handgerechte Stücke schneiden und dem Götzenbild der Vernichtung zum Fraß vorwerfen. Ah ja, okay, ich kann wieder argumentieren. Ich schmeichel mal. Ein Götze? Ich suche nach einem Zufluchtsort. Ihr würdet doch niemanden zurückweisen, der an die Göttin appelliert, oder? Warum habe ich nur drei? Ich verstehe es nicht. Oh yeah. Sehr gut. So, wenn er jetzt Stein nimmt, nehme ich Papier. Es funktioniert. Wenn er jetzt Schere nimmt, nehme ich den Stein. Ah, oh, das hat nicht mehr funktioniert. Ich nehme nochmal den Stein. Oh man, jetzt macht sie das Gleiche. Ich nehme nochmal den Stein. Yes. Und jetzt nimmt sie Papier, dann nehme ich Schere. Oh shit, jetzt wird's eng. Die Entscheidung naht. Ich nehme Stein. Yeah! Woo! Dieser Fremde beruft sich auf die Göttin, Brüder. Steckt eure Waffen in die Scheide. Wir haben einen Verbündeten gefunden. Das meinst du, hä? Liebhaber der Sehne? Oh. Vielleicht ein neues, interessantes Rezept. Ich speichere mal. So, ich muss trotzdem dieses Ding da wahrscheinlich kaputt machen, ne? So, Jalin. Wir stellen uns gemeinsam dem gepanzerten Tod. Was ist dieses Götzenbild der Vernichtung, das da steht? Es ist eine Art Altar, mit dessen mächtiger Magie wir die Untoten kontrollieren können, die in diesen Tunneln umherstreifen. Das sind Sklaven, die von einem Dorf mit dem Namen Jägerschneide kommen. Zuerst töten wir sie in einem Ritual, dann binden wir sie an einen Götzen, den wir aus ihren eigenen Knochen angefertigt haben. Das ist aber nett von euch. Ihr mögt euch dem Götzen mit Ehrfurcht nähern, berührt ihn aber ja nicht. Seitdem der gepanzerte Tod frei herumläuft, haben wir nicht mehr so recht Kontrolle über die Skelettminenarbeiter. Seine Zauber übersteigen die unseren um einiges. Ihr erwartet also einen Besuch vom gepanzerten Tod, das hört sich bedrohlich an. Ich weiß nicht, wie lange wir uns hier in der Dunkelheit schon an unserem Götzen klammern, frierend wie Ödlandbewohner, die sich um ein Feuer scharren. Als wir zum ersten Mal hörten, wie dieser Teufel näher kam, dachten wir, Aber nein, wir blickten in die lodernden Augen des Todes. Viele sind gefallen, damit wir fliehen, uns verstecken und beten konnten. Wir wissen nicht, woher er kam. Dem Beben nach zu urteilen, könnte es mehr als einen geben. Die Göttin beschütze uns, wenn sie uns finden. Möge uns die Mittlerin doch schon retten. Tagebuch der Priesterin. Oh, holy moly. Ich möchte dir was abkaufen. Außerdem gerne das Tagebuch. Vielleicht steht da das Passwort drin. Gut, sonst sind das hier nur Nebencharaktere. Ja gut, aber ich muss den Götzen kaputt. Achso, der chillt hier so rum. Okay. Ah, hier ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Ist die Frage. Ah, für die Käfigtür.
Liebhaber der Sehne, das sollte ich hier einfach so nehmen dürfen, ne? Oh, das kannte ich noch nicht. Man kann Gift mit den verschiedensten Dingen vermischen, sodass das Gift bestimmte Eigenschaften eines Geschöpfs angreift. Wenn man einen Zahn in einem starken Gift auflöst, greift das Gift die Kraft eines Menschen an. Es ist schwierig, jemanden zu zwingen, das Gift einzunehmen, also sollte es auf die Pfeilspitze geschmiert werden. Die Dämpfe, die das Gift beim Aufprall freisetzt, haben dieselbe Wirkung. Okay, also Giftpfeil oder was meinst du? Mal ausprobieren. Also was Gift? Ein Giftfläschchen. Ein Giftfläschchen mit einem Zahn. Ein Zahn müsste ich irgendwo in der Tasche haben. Ja, hier, ein Zahn. Kann ich den zermahlen? Nein, natürlich nicht. Oh. Stärke Schwächungstrank. Okay. Wenn ich diesen Stärke-Schwächungstrank jetzt mit einer Pfeilspitze kombiniere, habe ich eine Pfeilspitze. Dann müsste ich doch eigentlich massig haben. Ja, naja, was heißt massig, aber immerhin ein paar. Ein Schwächungspfeil. Na gut. Ein Schwächungspfeil. Der jetzt wo ist? Wo ist er denn? Ach, hier. Okay, wo sind meine Pfeilschafte? Ach, den kann ich einfach... Okay, na gut, geht das mal an Pipi. Gut. Achso, ich wollte ja shoppen, ne? Shoppen bei Jalin. Oh, bitte gib mir den da. Den möchte ich sehr unbedingt haben. Außerdem das. So, und ich bezahle dich da auch gerne gut dafür. So. Der geht erstmal an Jahan. Was steht da drin? Die Mittlerin darf sich glücklich schätzen, mich zu ihren Anhängern zählen zu dürfen. Wer sonst würde über das Wissen verfügen, ein Knochentotem zu errichten? Wer sonst hätte für sie damit all diese gehorsamen Minenarbeiter erschaffen? Wie sie scharren und hämmern, die Äxte schwingen über ihren leeren Schädeln. Die Macht ist mein, die Macht des Totems, die Macht über ihre Seelen. Seltsam, wenn man bedenkt, dass etwas so Einfaches der Schlüssel zur Seele und zum Geist dutzender Leibeigener sein könnte. Aber das ist die Macht der Nekromantie, so präzise und geschickt wie meine eigene. In der alten Welt würden meine Talente niemals gehuldigt werden, aber nun ist meine Arbeit so viel wert wie Rubine. Wenigstens die Mittlerin erkennt das. Okay. Das hilft mir jetzt gerade gar nicht weiter. Ja, muss ich die jetzt trotzdem angreifen? Wie soll ich das Totem denn sonst zerstören? Konstitution zweihändig. Das ist eine Zweihandwaffe? Ach so, das ist ja meins auch. Es gibt mir aber leider keine Intelligenz. 10%ige erlaubt euch Blitzschlag zu zaubern.
Aber Blitzschlag habe ich nicht. Okay, das ist ein bisschen besser wie Blitz. Der Blitzschlag. Und er mault, weil das da niedrig ist. Ah, dann erhöhe ich das einfach mal. Da bin ich jetzt mal so frei. Okay, dann passt das auch. Gut. Jetzt könnte ich noch diesen Schlüssel da klauen. Dankeschön. Niemand hat mich gesehen. Wo ist er denn? Hä? Doof. Ich bin entweder gerade ziemlich blind. Ach, die sind extra. Na gut, naja, auf jeden Fall habe ich den Schlüssel. So, jetzt wären hier noch so ein paar Truhen. Das war knapp. Da haben wir noch eine nette Rüstung drin. Komm, geh mal weg da. Danke. Jetzt muss ich die aber trotzdem umbringen, ne? Ich meine, ich kann versuchen, mal das Ding zu berühren, aber... Ich kann natürlich versuchen, das Teil zu zerstören. Das hat nicht so viele Lebenspunkte. Nur 151. Und das ist sehr, sehr wenig resistent gegen Feuer. Das heißt, wenn ich das aus einer Distanz kaputt mache und dann einfach fliehe... Dann müsste das ja eigentlich reichen. Ja. Jetzt werden wir erstmal die Rüstung identifizieren. Jar Jar Han. Das geht übrigens an Pippi. Gewandtheit. Das ist, wenn dann auch was für Pippi. 52. Wahrnehmung, Körperstärkung. Erfordert Stärke 10. Ach so. Ne. Können wir verscherbeln. Mach ich vielleicht noch. Bevor wir uns mit euch anlegen. Wenigstens ein bisschen. Nochmal Kohle kassieren. Danke. So. Was mache ich jetzt mit euch? Also wenn ich das anfasse, ich nehme mal an, das wird nicht funktionieren. Ja, ich kann es ja mal probieren. I suppose this is the idol of oblivion, or the god of mad cows. Also ich kann es gar nicht anfassen. Ja, dann muss ich es kaputt machen, ne? Ich meine, ich kann jetzt hier frei agieren. Das macht auf jeden Fall genug Schaden, um das Ding da kaputt zu machen. Und dann könnte ich ja rein theoretisch abhauen. Ich mach mal den Test.
So. Wir gehen mal dahin. Unser lieber Jahan. Geht mal dorthin. Kann ich das Ding anzünden eigentlich? Nee. Ich würde schon gerne genau drauf knallen. Okay. Geronimo! Ist das Teil jetzt kaputt? Oh, es ist kaputt, tatsächlich. Das heißt, ich kann mich jetzt verpieseln. Ja. Tschüss. Oh, sie feiern gerade. Was ist jetzt los? Wer kämpft? Niemand. Wir sind frei, wir sind frei. So, jetzt kann ich mit euch gehen. Weil ihr kennt ja das Passwort, ne? Die dumpfe Stimme in meinem Kopf. Sie ist weg. Ihr habt mich gerettet. Wer seid ihr? Was ich bin? Ich weiß es nicht. Was ich war? Ein liebendes, lebendiges, menschliches Wesen. Jäger, Schneider, Orks und Tod. Erzählt mir über die Makellosen. Sie haben mir das Leben genommen. Sie haben mir mein Fleisch genommen. Für Tenebrium. Für die Quelle mussten wir sterben und auferstehen. Die Makellosen müssen hier etwas zu schaffen haben. Wisst ihr, was sich im Inneren der Mine, dieser Mine befindet? Wir gehen nicht dorthin, wo sie hingeht. Die Mittlerin, die eine, vor der sich jeder Makellose ehrfürchtig verbeugt. Wenn ihr dorthin gehen wollt, wo wir nicht hingehen, wo sie hingeht, dann flüstert das Wort, was sie flüstert. Sadakandras. Sadakandras ist der Schlüssel. Ich bin da mal weg. Auf Wiedersehen, Oretta. Ihr geht dorthin und wir gehen zur Halle der Seelen. Lebt wohl. Yay. Sehr gut. Speichern. Wir haben neue Tagebucheinträge. Wir haben das Passwort gefunden. So, jetzt können wir uns hier unterhalten. Sie mit Pippi. Dieses Skelett glaubte, dass seine Seele in der Halle der Seelen weiterleben würde. Und so wird es wohl sein. Wie schrecklich, wenn man nur eine winzige Lebenschance hat. In der Tat. Vielleicht werden wir diese Seelen wiedersehen, wenn wir selbst die Halle der Seelen betreten. Oh, sie sind beide romantisch, wie süß. Okay. Jetzt muss ich zurück zum Tor. So, wo ist denn der Sack? Oh, der kommt ja gar nicht hier hin. Okay. Können wir jetzt hier mal oben rumlaufen? Na, da, er läuft gerade weg. Wobei, eigentlich könnte ich mich ihm ja auch stellen. Weil ich habe ja die höhere Initiative, dann könnte ich auch einfach so abhauen, aber ja, gut. Ah, da kommt er jetzt.
Gut, und ab dafür. Bleiben wir jetzt mal hier stehen. So, und jetzt bist du dran. Und du kannst dich zurückbeamen. Oder das heißt zurückbeamen, Lukulaminenabgrund. So, dann sind wir wieder vereint. So, jetzt müssen wir uns an diesem Kasper wieder vorbeischleichen. So, und go, go, go. Na komm, beweg dich. Sind die jetzt eigentlich angepisst, oder? Nee. Da ist noch alles tutti. Die haben nichts mitbekommen. Das freut mich. So, das ist sehr gut. Jetzt können wir da rein und die mittleren scheint ja auch gerade weg zu sein. Von daher können wir da jetzt hoffentlich ungestört hausen. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ja, natürlich. Sie kann einfach über die Minen laufen, ohne dass was passiert. So, ich speichere mal kurz, dass ich notfalls noch mich verpieseln kann. Okay. Und weg da. So. Sehr gut. Nochmal speichern und jetzt kann ich das Ding ja aufmachen. Ich glaube, ich habe eine Rune. Sadakandras. Nachdem ihr das Wort Sadakandras ausgesprochen habt, rastet die Tür von innen ein. Sieh da, mit einem quietschenden Geräusch, tausend zwischen den Goblins gleich, öffnet sich die Tür. Wir öffneten eine Tür und drangen weiter vor. Hier ist noch jemand, der tot ist. Das gefällt mir jetzt allerdings gar nicht. Nicht, dass hier noch so ein Todesritter ist, aber ihr habt immerhin Geld dabei. Oh. Ah, okay. Hier produzieren die diese... ein Tenebrium-Bogen. Und Tenebrium-Barren. Wahrscheinlich werden diese Todesritter jetzt dann gleich aktiviert. Noch mehr Geld. Sehr schön. Ich speichere nochmal. Ich verfalle jetzt einem Speicherwahn. Gut, aber sie sind deaktiviert, ne? Drei Stück wäre jetzt schon ein bisschen heftig. Ein kleiner dunkler Schild. Dark Armus, Tenebrium. This must be where the Death Knights are made. This must be the heart of the Immaculate's operation. Mhm. Tenebrium, den hätte ich gerne. So, was kannst du denn, du schöner Bogen? Oh, ich habe ja so einen schon. Gut. Dann eben zum Verkaufen. Sonst gibt es hier nur so ein, ja, die Tenebrium-Barren. Wobei, so schwer ist der gar nicht. Nimm die mal mit. Hier werden auf jeden Fall die Todesritter gezüchtet. Okay. Kann ich die looten? Ja, hier ist nur Erz.
Nur Erz. Schade, ich hätte gerne die Rüstungen mitgenommen. Aber gut. Oh, snap. Ach, Leandra. Die komische Mittlerin, aber sie kann ja persönlich eigentlich gar nicht hier sein, ne? Weil sie ja in Hieberheim ist. Wie ich sehe, werden unsere kleinen Treffen zur Gewohnheit, Quellenjäger. Immerhin bin ich davon überzeugt, dass ich mit meiner Theorie richtig liege. Fühlt ihr es, wie die Verbindung zwischen uns stärker wird? Es ist, als ob wir an entgegengesetzten Enden der Geschichte stehen würden und der Raum zwischen uns immer schneller verschwindet. Aber ihr seid nicht alleine, nicht wahr? Nein, wen haben wir denn hier noch? Ich wende mich an euch alle. Eigentlich möchte ich jetzt lieber sie sprechen lassen, aber das geht jetzt leider nicht. Ihr habt Todesritter erschaffen, wozu? Wozu? Aus demselben Grund, den jeder nennen würde, der Soldaten braucht, die so stark sind, dass absolut niemand sie besiegen könnte. Ein Krieg steht uns bevor, Quelljäger. Der letzte Krieg. Meine Vorbereitungen zeigen bereits erste Ergebnisse und der erste Angriff wird bald kommen. Aber das muss euch nicht kümmern. Das Ende wird schnell und schmerzlos sein, so wie die Klinge eines Henkers im Nacken. Nur wer sich windet, wird den Schmerz spüren. Wie könnt ihr uns nach all euren unverzeihlichen Taten, die ihr begangen habt, mit euch vergleichen? Ach so, blablabla. Ha, ich kann euch versichern, dass ich nichts getan habe, für das ich um Verzeihung bitten müsste. Das gilt auch für euch, Quellenjäger. Ihr gebt es vielleicht nicht gerne zu, aber ich glaube, unsere Vorgehensweise bei einigen eher unangenehmen Angelegenheiten ähneln sich sehr. Blut wird nur dann auf mein Geheiß vergossen, wenn es dem großen Ganzen dient. Und welches, behauptet ihr, ist das höhere Ziel, welchem ihr euch gewidmet habt, müsste es glaube ich heißen? Stellt es euch vor, Quellenjäger, stellt euch eine Welt vor, die keinen Krieg, keinen Tod, kein Leid, keine Angst und keinen Konflikt kennt. Eine Welt, in der wir alle Menschen, Orks, Imps und Goblins, Dämonen, Götter eine Einheit bilden, getrennt weder durch den Körper noch durch die Seele. Boah, die Alte ist eine Kommunistin. Deswegen hat die auch diesen roten Plunder an. Ganz klar. Leandra ist ein Kommi. So soll es sein, Quellenjäger. Das wird unsere neue Welt, unsere neue Realität. Die Lehre bewegt sich seit Äonen langsam auf Rivellon zu. Begierig darauf, uns erneut in einem Bewusstsein zu vereinen, so wie es einst war. Das ist ein schönes Ziel, das größte überhaupt. Ihr behauptet, eure Todesritter seien unbesiegbar, aber die ersten Todesritter wurden gemeinsam mit dem Quellenkönig Braccus besiegt. Diese ersten Ritter waren nur Muster, stark, ja, aber nicht von derselben Macht durchdrungen wie diese hier, die durch mich geboren sind. Man hat ihnen so schreckliche Namen verliehen, Todesritter, Herren des Schreckens, Blutteufel. In Wirklichkeit sehe ich aber nur Engel der Gnade, wenn ich sie ins Leben rufe. Meine Ritter werden immer zahlreicher und immer stärker. Geschmiedet aus Tenebrium, geboren durch Blutsteine. Sie werden gen Rivellon marschieren und das Schicksal der Welt besiegeln. Das sind also die Kreationen, von denen ihr geredet habt. Ihr benutzt Blutsteine, um eine Armee an Todesrittern zusammenzustellen. Sehr gut, Quellenjäger. Während ihr Sternensteine benutzt habt, um durch Portale in eure Heimstätte zu reisen, habe ich Blutsteine benutzt, um meine eigene Stätte hier auf Rivellon zu erschaffen. Die sind meine Kinder, geboren nicht nur aus dem Blut der Opfer, sondern auch aus dem meinen. Und so marschieren sie auf mein Geheiß dahin, wo ich möchte. Übrigens, wie weit ist es von hier zu eurer Heimstätte? Vielleicht so nah wie der Funke von einem besonderen Stein? Ich glaube, so etwas gehört zu haben. Ich werde nicht zusehen, wie ihr Unschuldige terrorisiert. Stellt euch mir. Und doch missversteht ihr mich, Quellenjäger. Ich sehe nämlich nicht nach angsterfülltem Schreien, nur nach friedfertiger Stille. Meine... Oh, fuck. Aber die sind nicht unverwundbar, oder? Trotzdem stark. Meine Armee ist fast bereit. Da ihr so weit gekommen seid, möchtet ihr vielleicht den Höhepunkt der Anstrengungen meiner Makellosen sehen. Ich bin mir sicher, sie möchten euch sehen. Okay, tschüss. Death Knight. Without a way to make them vulnerable, we stand no chance against these monstrosities. We can't fight them, but perhaps we can outrun them.
Ja, wir können uns tatsächlich verpissen. Das Problem ist, dass sie jetzt hier gerade eine ziemlich beschissene, eine sehr beschissene Initiative hat. Unsere liebe Brünnhilde. Was steht denn im Tagebuch überhaupt? Drexis hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Ja, echt? Okay, davon weiß ich noch gar nichts. Okay. Die Reise eines Quellenjägers. Sie werden durch die besudelte Quelle, bla bla bla, eine ganze Armee. Wir müssen herausfinden, wie man sie besiegen kann. Ja, aber das kann ich, glaube ich, hier nicht gewährleisten, ne? Wir können davonlaufen, das können wir in der Tat. Ach, guck mal, da hinten ist noch so ein Spiegel. Wie viele Aktionspunkte haben denn die? Ach so, nur 4. Das ist ja nicht so viel. Da haben wir deutlich mehr. Also können wir tatsächlich davonlaufen. Ich würde sehr gerne zu diesem Spiegel da hinten gehen. Und dann kommen wir vielleicht hier runter. Und dann können wir vielleicht herausfinden, wie man die umnieten kann. Okay, ich speichere mal. Also ich werde mich jetzt dem Kampf hier schon irgendwie entziehen, aber auf eine etwas andere Art und Weise. So, hier muss ich dann diese ganzen Möbelstücke mal kaputt machen. Vier Stück brauche ich zum Schießen. Ja, das wird noch nichts. So, go, go, go. So. Jetzt muss ich Trick 17 anwenden. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Ich muss nämlich jetzt sie hier... Oh, scheiße. Ich weiß halt nicht, wie weit die laufen können mit 4. Aua, das tat weh. Ein bisschen. So, und weg. Oh Gott, die können nicht weit laufen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Jetzt das da kaputt schießen. So. So, kann ich jetzt dich irgendwie... Wie außer Reichweite... Aber ich kann da doch... Ich müsste da doch eigentlich... Oh, warte mal. Ich kann natürlich auch das Ölfass hier hinten abknallen. Okay, aber jetzt habe ich, glaube ich, eh genug Zeit. Ah, jetzt können wir durchlaufen. Sehr gut.
Schnell werdet ihr gehen, rasch werdet ihr fliegen, wenn des Spiegels Flügel über euch schwingen. So werdet ihr zum nächsten Raum vordringen. Schnell werdet ihr gehen und rasch werdet ihr fliegen. Wo ihr landet, liegt an euch. Zwischen Grab und Buch habt ihr die Wahl. Geist, Papier, entscheidet mal. Wo ihr landet, liegt an euch. Genug mit der Poetik, ich bin bereit, lasst uns jetzt gehen. Eine übereilte Entscheidung ist niemals weise. Das Überlegen wird sich bewähren. Gruft oder Bibliothek werden euch lehren. Eine übereilte Entscheidung ist niemals weise. Ja, dann bring mich zur Bibliothek oder zur Gruft. Ich will in die Gruft. Die Gruft, eine eher seltene Wahl. Geist, Grab, Geheimnis auf dieser Stufe. Folget ihr des Todesrufe? Die Gruft, eine eher seltene Wahl. From the looks of it, we're still in the underground temple. We're not out of the woods yet. I wish it was the woods we were in. Okay. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, mal nicht für die Bibliothek entschieden. Oh. Vielleicht wäre das ja die Bibliothek gewesen. Bibliothek hat jeder. Wir nehmen die Gruft. Eine eher seltene Wahl. Muss ja nicht immer das Schlechteste sein. Oh. Ist das ein Rätsel? Könnte sein. Wir gucken uns mal um. Wir können den Spiegel auch durchaus nochmal, ich speichere mal, den Spiegel nochmal benutzen. Okay, hier kann ich jetzt echt nichts mehr machen. Ich hätte gerne mit der Ratte hier gesprochen. Ach, da ist sie ja. Quiek. Glaub kein Wort von dem, was über einen Raum voll Gold gemunkelt wird. Alle, die das behaupteten, hatten keine Ahnung, wovon sie reden. Okay. So, und hier sind Tafeln. Oh, und was zum Buddeln. Drei Sachen zum Buddeln. Und hier ist noch eine Tafel. Ohne was zum Buddeln. Geheiligt sei diese Gruft. Verehrt sie oder verschwindet. Bischof Grefix. Okay. Ich rede mal mit ihm. Göttin zum Gruße, Wanderer. Was bringt euch in diesen schweren Zeiten in das Haus der Göttin? Ihr seid also auch ein Makelloser? Wie bitte? Nein, nein, ganz sicher nicht. Ich diene Astarte, unserer mächtigen Göttin. Im Leben sowie im Tod bin ich ein Bischof der Quelle. Ihr sagt, ihr dient der Quelle. Ich bin ein Quellenjäger und habe gelobt, diese verpestete Macht auszumerzen. Ich sollte eure Ohren abschneiden und einen Knoten eure giftige Zunge machen. Ein Quellenjäger, sagt ihr? Und was genau macht ein Quellenjäger? All diejenigen jagen, die von der Quelle geheilt wurden? Die Quelle ist verdorben. Es ist eine Macht von Chaos und Dunkelheit. Das kann nicht sein. Das ist absurd. Unsere Astarte ist die große Bringerin des Lichts, die Ordnung und der Heilung. Nein, ich weiß nicht, von welchem seltsamen Land ihr kommt, Wanderer. Noch weiß ich, warum ihr ihren Tempel besucht, um derlei Lügen und Gerede zu verbreiten. Aber ich glaube, ihr tätet gut daran, diesen Ort zu verlassen und eure Blasphemie für euch zu behalten. Was ist das für ein Tempel? Das Haus der Göttin ist selbstverständlich auch zur Andacht benutzt. Sie wird hierher zurückkehren, wenn sie ihr großes Werk vollbracht hat. Ja, nach ihrer Rückkehr wird sie sich zu ihrer geliebten und liebenden Gemeinde hier in diesem Tempel gesellen. Hast du noch was? Oi. Tschüss.
Okay, der hat mir jetzt aber auch nicht wirklich geholfen. Hier sind noch mehr Tafeln. Ich speichere mal. Soll ich jetzt buddeln oder was? Sie hat, glaube ich, die Schaufel, ne? Ja. Das war sehr, sehr gut. Oh, ein Hoch auf die Quicksave-Funktion. Okay, vielleicht sollte ich die einfach die Gräber auch nicht entweihen, ne? Gesegnet sei, wer uns segnet. Hier ruht Kardinälin Juliane. Sie ist zur Quelle zurückgekehrt. Das Grab der Unheiligen, selbst sie sind zur Quelle zurückgekehrt. Hier ruht Astartes Diener, Kardinal Montrec. Er ist zur Quelle zurückgekehrt. Gesegnet sei, wer uns segnet. Kardinälin. Zwei Kardinäle und hier hocken die Bösen. Gesegnet sei, wer euch segnet. Ist das wieder ein Rätsel? Wie könnte ich euch denn segnen? Puh, keine Ahnung. Ja, soll ich? Naja, gut, ich muss buddeln, ne? Komm, wir buddeln sie mal aus. Nö, finde mich auch scheiße, okay. Gut, hier wird wahrscheinlich dasselbe passieren. I don't have the right tool for digging. Natürlich hast du das nicht. Nee. Das klappt so nicht. Frage ist, ob ich hier überhaupt weiterkomme oder ob ich nochmal in den Spiegel muss. Gesegnet sei, wer uns segnet. Was wollt ihr mir damit sagen? Wo bin ich hier überhaupt? Ach, ich bin hier oben. Okay. Gucken wir mal, hier rechts ist noch was. Ist das hier dann vielleicht die... Das ist Astarte. Dann scheint das hier die Bibliothek zu sein. Ach, hier ist der andere Spiegel. Okay. Kannst du mir irgendwie helfen, Junge? Sag mal, was Sinnvolles. Also, nee. Er hilft uns nicht wirklich. Bischof Grefix. Ist die Frage, komme ich hier wieder raus? Wie der Wind? Wollt ihr fliegen? Sagt wohin? Bibliothek. Okay. Ja, hier sind wir jetzt. Da ist die gute Bibliothek. Und was sich alles in dieser Bibliothek befindet, das seht ihr dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Kuriositätenkabinett. Wir spielen Divinity Original Sin. Und wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch, Kommentar oder Abo. Macht's gut, bis bald und Servus.